Ob es sich lohnt, ans OMR-Festival in Hamburg zu gehen, das verraten wir zwei in diesem Video. Luca, du warst das erste Mal an der OMR, dein erstes Feedback? Riesenmess, unglaublich. Also, ja, es, wenn so ein Newbie hier an Land ist, ist einfach, es ist riesig. X Stände, x Hallen. Ich muss so anfangen, x Hallen, x hunderte von Ständen. So viele Keynotes, also... Echt Bombe. Ja. Also, das letzte Mal war ich vor 4 Jahren, das war noch massiv kleiner. Davor das erste Mal vor 7 Jahren. Und was man sicher sagen kann, es wird dafür gesorgt, dass ihr das Festivalgelände außen zum Schlafen nicht müsstet verlassen. Also das nächste wäre so, man pennt auch auf dem Festgelände. Das wäre so wirklich das Nonplusultra. Was man sicher sagen kann, essenstechnisch tut man gerade für Vegetarier extrem gut schauen, weil es gibt, glaube ich, alles. Ja, also es hat. Ich wüsste jetzt nicht, wahr, weil nicht irgendwie vegetarisch, vegan abgeboten worden ist. Also Wahnsinn. Unter anderem auch Fleisch aus dem 3D-Drucker. Genau. Von dem her, das ist so, wir haben etwa 2'500 Aussteller, sind wir mal, so gehen wir davon aus. Also es sind wirklich sehr, sehr viele, sowohl Essensstände, wie aber auch Hersteller von Software, Kamera etc. pp. Ihr werdet eigentlich durch das Ganze durchgeführt. Das Festival geht in der Regel 2 Tage, ob das nächste immer noch so sein soll, wissen wir nicht. Am ersten Tag gibt es vor allem so ein bisschen Mess, Fokus ist auf der Mess. Das heisst, man geht dort her und tut Networken, man geht dort Stand und der zweite Tag ist der Konferenztag. Wir haben jetzt den gestrigen Tag, also den ersten Tag, ausgelassen. Und wir denken, ja, wir brauchen das nicht, müssen wir jetzt im Nachhinein sagen, es wäre vielleicht gescheit gewesen. Weil das ganze Networking, wenn ihr so an einer Konferenz teil oder an einer Keynote sitzt, das geht dann wie ein bisschen unter, weil der Tag ist vollgepackt. Es hat im Gesamten 4 Bühnen, Blue, Red, Yellow und dann die Conference Stage mindestens, exklusive Masterclasses, also sind die sehr gut eingedeckt. Und eben unbedingt, ich sage jetzt auch da im Netzwerken, da irgendwie voraus planen. Unbedingt. Also schon voraus irgendwie auch mit Leuten in Kontakt treten, wo man sich irgendwie will, kann, soll treffen. Und nachher bist du eigentlich dann beschäftigt, am Tag 2, Mittwoch, dass wenn du das Programm auseinandergelegt hast, war das willst du schauen, dass dann auch zeitlich vorwärts machst, um von A nach B zu kommen. Was wir völlig unterschätzt haben, ist eben genau das von A nach B kommen. Nämlich vom einen Ort an den anderen ist nicht ganz so einfach, weil das Messegelände ist recht gross und zum Teil müsst ihr 10 Minuten laufen. Und wenn ihr dann noch anstehen müsst, dann wird es recht schwierig. Von dem her, Luca, du hast dir ein bisschen viel Zeit gelassen, vorher mit dem Ganzen zum Anschauen. Die App ist jetzt nicht unbedingt die beste, wenn man das so sagen darf. Es sind, glaube ich, alle Events-Apps haben die so ihre Probleme. Und von dem her, nutzt die Zeit, macht euch einen Plan, weil ihr könnt euch nicht vierteilen, weil manchmal hat es Sachen, die sind gerade auf 2 verschiedenen Bühnen. Und das ist dann mega schade. Also es ist auch so ein bisschen, man hat viel zu viele Stages und das Programm ist ultra straff. Genau, also eben auch von dem her, mir ist jetzt so der Fall gewesen, ich hätte einmal von Conference zu Red Stage, da wäre eigentlich gegangen, alles geht schön beieinander, nachher dann aber wieder zurück und dann ist wieder der Fall, Conference-Halle ist voll, da kommst du nicht mehr rein. Ist jetzt in dem Fall glücklich gewesen, dass ich auch über in eine andere und dort einen Livestream von dem schauen war. Auf der Conference war. Aber ist nicht in jedem Fall dann immer so möglich. Ja. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist so ein bisschen der Marketingfokus. Wir haben sehr, sehr viele Sachen gehabt, die wieder inspirativ waren, gerade in der Conference. Und da muss ich sagen, ja, ist ja zwar spannend, dass Serena Williams zu hören oder vielleicht auch Boris Becker, den ich leider verpasst, aber irgendwie so, mir hat den Gary Vaynerchuk gefehlt. Irgendjemand, eine Größe im digitalen Marketing, die inspirierend ist, die etwas dazu sagen kann, wer mir gut gefallen hat. Ist Hugo Boss, der Daniel Grieder. Der hat einen guten Eindruck gemacht, der hat sich auch gut präsentiert, der hat gut reden und der hat ganz viele andere Leute im Schatten lassen. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich die falschen Sachen habe ausgesucht. Luca, was ist so? Ich habe eigentlich auch ihn, den CEO von der SAP, auch noch recht spannend gefunden. Dort ist jetzt weniger das Marketing der Fokus gewesen, sondern mehr als einfach seine Digitalisierung von der Firma, respektive vom Produkt, von Verknüpfung mit
mit anderen Digitalunternehmen und so weiter. Und der Teil ist, ja, habe ich recht spannend gefunden. Was ihr auf jeden Fall einberechnen müsst, wenn ihr das Ganze macht oder wenn ihr die Partys sehen wollt, also wie gesagt, ihr versucht alles auf dem Festivalgelände zu halten, es hat natürlich wieder ein ungemein cooles Line-up gegeben mit einer riesen Party. Auch da viel Zeit einberechnen, das ist wirklich wie an einem Konzert zum Reinkommen, wie gedrängt und gedruckt. Und ich glaube, das kann man nicht in den Griff bekommen, aber das gehört dazu. Damit wir auch aber nicht nur von den ganzen Sachen, von den Eindrücken, von der Messe lernen lassen, wenn man so ein paar Inputs mitgeben, die wir aufgenommen haben, so ein paar Key-Takeaways, die gerade jetzt auch aus der Keynote von Philipp Westermeier gekommen ist. Und da möchte ich gerade ein bisschen dazu sagen, es heisst immer «The State of the German Internet». Und ich rede jetzt extra auf Hochdeutsch für den Herrn Westermeier, falls er das hören würde. Ich weiß nicht, wie groß der Anteil von Schweizer und Österreichern ist. Aber ich nehme mal an, der hat auch einen gewissen Reiz. Also wir haben sehr, sehr viele Kollegen aus der Branche getroffen und Kolleginnen natürlich. Und ich frage mich, wäre es nicht an der Zeit, so einen kleinen Schweizer Ecken zu machen, wo man die State of the Switzerland Internet, ich würde mich sogar anbieten, ich mache auch die Präsentation, oder das gleiche auch für Österreich, um einmal so ein bisschen eine Traube zu bekommen von der Schweizer Community oder von der österreichischen Community. Und auf der anderen Seite so ein bisschen weg vom reinen Deutschland-Fokus. Ich weiß nicht, wie groß der Anteil ist. Mich würde es wundern, nimm doch Kontakt auf oder schreib es uns in die Kommentare. Wir würden das auf jeden Fall eine coole Idee finden. Wieder zurück auf Schweizerdeutsch und das State of the German Internet. Das ist so für mich immer die interessanteste Präsentation. Und zum einen GAFA, Google, Amazon, Facebook und Apple müssen wir eigentlich umbenennen. Ich würde es jetzt Amama nennen, weil wir haben jetzt ja Amazon, Meta, Apple, Microsoft und Alphabet, weil Google hat sich ja entsprechend umbenannt. Was man da gesehen hat, ist, seit 7 Jahren erheben sie Zahlen, wie es eigentlich der digitalen Branche im Wert geht. Und wir haben das erste Jahr, wo es droppt. Also das erste Mal hat es kein Wachstum gegeben, sondern es war ein Rückgang gewesen. Und das lässt natürlich Grund zu sagen, wie es unserer digitalen Branche eigentlich geht. Es gibt aber gute News. Es sind 2, 3 Sachen gewonnen. Das eine Sport, Streaming hat an Wert gewonnen, weil ich glaube, alle Rechten, alle Sportvereine, die müssen irgendwie mehr Geld verdienen. Climate Tech hat auch viel zugenommen und natürlich Prompt Engineers sind die, die in dieser ganzen Geschichte gewonnen haben. Das Metaverse zu unserem Leid stagniert, auch wenn wir regelmäßig unsere Meetings dort abhalten. Aber MySpace hat mehr Monthly Active Users als das Metaverse. Das ist auch verrückt. Das ist auch verrückt. Das ist definitiv verrückt. Lustigerweise ist alle Logos sind quasi im letzten Jahr redesigned worden und alle sehen gleich aus, auch das von Hugo Boss. Alle gut, so, man kann sie nicht auseinanderhalten. Die Spielerei ist weg, das ist schade, aber so ist es nun mal. Aber ein Teil, der uns recht wichtig ist, das Thema Videos, und zwar keine Longform-Videos, sondern Shortform-Videos. Warum hat das so zugenommen? Facebook hat eine aktive Nutzungszeit pro Monat von 11 Stunden. Mehr wie Instagram. Instagram hat nämlich nur 8,5 und TikTok hat 23,5. Also das ist recht heftig. Hat ein paar gute Beispiele gebracht von Duolingo, sie war schon auf der Bühne, von Liquid Death, ein Wasser, das verkauft wird, von Clancy's Auto Body, das ist der mit der Katze da, das ist der jetzt, ja. Ich weiß nicht, ob der Geld damit verdient, aber ja. Von den Real Life Guys, die ihre Videos spreadet von YouTube auf TikTok, von Aldi, die mit Jeremy Fragrance Yes. Und hat noch ein paar spannende Zahlen. Aufmerksamkeit ist 0,4 Sekunden auf Luca. Du hast gesagt, auf der Anzeige. Aber die Average Watch Time ist so 4,26 Sekunden. Das ist recht krass. 3 Tipps haben sie da eigentlich mitgegeben. So die Superpowers, die wir jetzt im 2023 und im nächsten Jahr haben oder muss haben. Das eine ist UEC, was so viel heisst wie Unhinged Entertainment Content. Also Inhalt anhinscht, es heisst so frei reden, frei nach Schnauze, ungebunden so ein bisschen. Wo sie sagen, wenn man Inhalt machen, dann müssen wir halt aufhören mit dem Corporate-Gelaber. Genau, also eigentlich mehr Videos direkt aus dem Buch raus machen, nicht immer jedes Skript auch irgendwie
durchexerzieren mit jedem Anwalt bis weiss ich wohin, sondern raushauen. Das ist das eine. Das andere ist Snippification, also das, was zum Beispiel die Real-Life-Guys mit YouTube-Videos gemacht haben, geschnippelt und auf TikTok stellen, das funktioniert. Die haben eine massiv höhere Reach bekommen auf TikTok als auf YouTube. Die YouTube 1,3 Millionen Views und auf TikTok dann plötzlich fast 70 Millionen Views. Ist schon ein bisschen Unterschied. Und Spray and Pray ist quasi zum sagen, hey, mach etwas bis boldy und zieh das auch entsprechend durch. Das sind so drei Superpowers, wo sie sagen, das braucht es dann in dem ganzen Content-Bereich. Und Quick Wins, also Spray and Pray vielleicht noch ein gutes Beispiel. Es gibt eine coole Schocke, aphrodisierende Schocke. Es heisst Break, Bite and Bang. Und von Tabs, also Tabs ist die Marke, und die haben gesagt, komm, wir geben einfach Hunderte oder Tausende von Creator, die sollen einfach mal Accounts machen. Das hat Tausende von Accounts. Und ja, die machen mal gute, mal schlechte Videos. Die, das ist einfach... Genau, auf da läuft es am Schluss einfach raus. Oder? Du hast das eine, das Omnichannel-Teil, und das andere ist eben mit diesen vielen Creator, und dann hast du wahrscheinlich viel Bullshit produziert, aber darunter ist eben trotzdem einer, der es reisst. Also sprich, ich muss jetzt dich und ohne dazu zwingen, den ganzen Bullshit von mir zu posten? Ja, und etwa 35 andere Leute. Okay, also wenn ihr posten wollt, kommt zu mir, ich gebe euch Content, wenn ihr irgendetwas braucht, ist überhaupt kein Problem. Dann war aber die grosse Frage, wo inspirieren sich eigentlich Influencer? Und man hat herausgefunden, dass Influencer sich vor allem Museen folgen, Kunstsachen folgen. Hätte ich jetzt irgendwie gar nicht gedacht, dass so... sich die für so Sachen interessieren, aber wer mag das mitnehmen, soll das mitnehmen. Aber für uns jetzt noch so drei Quick Wins vom Westermeier selber, gell, wo wir mega gefreut haben, weil Upper Funnel SEO nimmt massiv zu, also sprich das ganze Thema Content Marketing, werdet eigentlich eine Marke, ein Magazin, weil ihr im Longtail, also auf dem Produkt, wahrscheinlich schwierige Probleme, also schwierige könnt ranken und es auch schwieriger ist zu verkaufen. Und fokussiert euch auf das. Was heisst das? DM als Beispiel. Nicht sagen, wie man Kinderschminke verkauft, sondern wie man an Halloween zum Beispiel seine Kinder kann schminken. Oder Safdesk ist irgendwie so ein Anbieter, Administrations... keine Ahnung. Die haben Vorlagen gegeben für Arbeitsverträge oder Auftragsbestätigungen. Und meine Ernte schreibt eigentlich alles über Tomaten, was ihr über Tomaten mit wissen. Und wenn ihr euch das natürlich transferiert und schaut, okay, jetzt machen wir vielleicht TikTok, wo man TikTok-Videos erklärt, wie man zum Beispiel Tomatenkerne rausnimmt und dann die einpflanzen kann, um eben weitermachen, dann könnt ihr die Contents auf verschiedenen Plattformen bespielen. Weil ihr macht Short-Videos, pusht die raus, habt aber auch Pull für SEO. Das ist eigentlich wunderbar für unseren Ansatz, dass eigentlich die Website euer zentrales Kommunikationselement ist. Von dem her, macht das weiter. Cool. Und Nummer zwei ist, wenn wir gerade bei Suchmaschinen sind, dann bleiben wir nicht bei Google, sondern gehen auch zu Bing. Warum? Nicht vor allem wegen OpenAI, sondern auch wegen der Werbung, weil die Werbung ist etwa halb so teuer und nicht doppelt so conversion stark, aber conversion stärker. Weißt du, was spannend ist? Es sind wie andere User und irgendwie ist da. Sind die, die Premium, so wie früher Apple, ist das Microsoft gelungen, da relativ viel zu machen. Und wir sagen natürlich, aufgrund von OpenAI und der Integration, nutzt unbedingt auch noch Bing. Und zu guter Letzt, da kann ich nicht wirklich viel dazu sagen, das ist der WhatsApp-Newsletter. Ich als WhatsApp, wie soll ich sagen, Abstinente. Nicht User. Nicht User. die funktionieren mega gut. Und die sollte man auch noch nutzen. Philipp Wessermeyer nutzt das seit Anfang des Jahres für seine Newsletter. Und das ist aus seiner eigenen Erfahrung, die man relativ schnell kann umsetzen kann. Ich für mich habe noch so ein bisschen mitgenommen, versuche ein bisschen mehr Humor ins Business zu bringen. Ich möchte lustiger werden. Wenn ihr irgendeine Idee habt, ich weiß es noch nicht, dann sagt ihr mir das. Und durchs Band, oder? Glaube ich, kann man sagen, ist der Kunde immer noch im Fokus oder wird immer wie wichtiger. Also Hugo Boss hat das gesagt, Christ ist auf der Bühne gewesen, alle, die wir immer so gehört haben, der Kunde ist im Fokus, aber nicht nur wir haben Key Takeaways, sondern wir sind über die Messe gegangen
und haben ganz viele Leute aufgeschnappt und interviewt. Und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, plus ein paar Eindrücke, die ihr jetzt gerade im Anschluss noch anschauen könnt. Also an dieser Stelle danke vielmals für alle, die sich da vor die Kamera getraut haben. Ciao zusammen. Mehr mutiger Content. Mein Highlight von der OMR 23 war ein Mann, der war so innovativ, dass er illegal sein sollte. Er redet über die verheerendsten Themen im Marketingbereich. Er ist immer am Zahn der Zeit, was KI angeht. Und er macht die kreativsten Posts auf LinkedIn. Sein Name ist Florian Hübner. Das Wichtigste für mich war, dass ich innerhalb von 2 Tagen sehr viele Leute treffen konnte, die ich 2 Jahre lang nicht gesehen habe. Es ist irgendwie wie ein großes Marketing-Business-Treffen oder eher gesagt Klassentreffen. Denn ich treffe so viele Leute, die ich so lange nicht mehr gesehen habe oder zum ersten Mal treffe. Und das ist für mich so cool, weil ich mich endlich mal ein bisschen menschlich mit den Leuten austauschen kann. Und das Zweite ist, skip die Talks, skip die Masterclasses, denn der Kontakt, der sich hier aufbaut, zwischenmenschlich, der ist einfach so viel mehr wert als alles andere. Und geht auf die verdammten Partys, egal ob ihr eingeladen seid oder nicht. Ich konnte mitnehmen, dass du mit viel weniger viel mehr erreichen kannst, wenn du einfach anfängst. Und Network ist alles. Upper Funnel SEO zeigt einmal mehr, dass man eben beispielsweise, wenn man ein Magazin oder einen Blog zu seiner Website hat, dass der einfach massiv beitragen kann. Neben dem, dass man die ganzen transaktionalen und Keywords eigentlich auf seinen anderen Seiten so platzieren kann. Das ist eine sehr spannende Sache. Drum, haut hier im Blog raus, fasst das Zeug dort zusammen, kommt gut. Künstliche Intelligenz ist sicher das neue Ding. Und Netzwerke ist extrem wichtig, um up-to-date zu bleiben, um sich mit Leuten zu unterhalten. Es macht einfach Spass und das bringt mich selber weiter. Künstliche Intelligenz. Das Schöne ist, immer noch sehr viel Menschlichkeit. Social Media ist nicht mehr richtig Social Media, es ist ein reines Entertainment. Und dort was auffallen, musst du provozieren und mutig sein. Chris hat gesagt, ich soll etwas Kurzes erzählen. Ich muss kurz üben, ja? Soll ich mit weniger Stock im Arsch noch sein? Nein, shit!